Hey Leute, was da los? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit mir, eurem Supergramp, hier auf meinem Kanal Supergramp. Ja, und wir starten heute mit einer ganz besonderen neuen Map, die ihr auf meinem Kanal noch nie gesehen habt, nämlich Cove. Ja, das kommt aus dem neuen DLC Vengeance und wir werden hier jedenfalls erstmal alle Gegner erstmal schön zusammen falten, so wie sich das für einen echten Supergramp gehört. Und ganz dazu werde ich euch natürlich erstmal meine Meinung über diese Map sagen, die mich sehr stark an Crysis 1 erinnert, so wie man, wenn man da von dem Flugzeug runterfliegt und dann erstmal an diesen wunderschönen Strand rankommt. Und ich finde diese Map viel farbenfroher als die ganzen anderen Maps, die man bisher gesehen hat. Zudem sieht man auch viel mehr Natur und es ist einfach was ganz anderes. Black Ops 2 ist natürlich nicht so das grafische Meisterwerk, aber dafür, dass mit der Technik, die dieses Spiel eigentlich so bereitstellt, ist das schon eine sehr gute Map geworden, die auch verdammt schön aussieht, dafür, dass Black Ops 2 eigentlich nicht so toll aussieht. Ja, und mir gefällt diese Map besonders gut, weil, ne, auch Rush, dazu kommt nächste Woche auch nochmal ein schönes Gameplay dazu, ne. Ich habe ja schon mal ein paar Gameplays nochmal erspielt auf diesen neuen Maps und da werden auf jeden Fall noch welche kommen und eine Meinung dazu. Rush ist eine meiner Lieblingsmaps mittlerweile geworden, aber dazu nächste Woche mehr. Heute gibt es erstmal hier ein schönes Cove-Gameplay und so wie sich das gehört, spiele ich hier natürlich mit der Skaha, dem schnellen Magazin. Was habe ich eigentlich noch drauf? Also schnelles Magazin. Ich wünschte, ich wüsste das jetzt. Ich sag's euch noch. Ich schreibe es euch ansonsten in die Beschreibung rein, damit ihr. Weil ich habe das jetzt vergessen zu sagen. Auf jeden Fall spiele ich hier schön mit Drohne, Blitzschlag und Orbitalsatellit. Und dazu spiele ich die Skaha mit schnellem Magazin, Schnellziehen und Schaft. Ja, jetzt habe ich's. Jetzt konnte man es sehen. Und natürlich mit der schönen neuen Call of Duty Ghosts Tarnung, so wie sich das gehört. Und so läuft das dann halt, ne? Dazu habe ich natürlich immer Plünderer, Gewandtheit, Zähigkeit und was habe ich jetzt ersten Perk dabei? Ich glaube Leichtgewicht oder. Nee, Geist habe ich dabei. Ja, und so läuft das dann und damit hat das ganz schön gut funktioniert hier mit der Skaha, die ich momentan gerade auf Gold leveln möchte, beziehungsweise Diamant. Ja, und apropos Ghosts, Ghosts werde ich mir auf jeden Fall nochmal holen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt dieses DLC so gut mir das auch gefällt, aber Ghosts hört sich natürlich auch heftig an. Ghosts soll am 5. November 2013 rauskommen für PC oder Xbox. Auf jeden Fall, ich glaube für beide gleichzeitig, beide Konsolen, die bei den DLCs war es ja so, dass da die Zeit versetzt einen Monat waren, aber naja. Und auf jeden Fall gefällt mir Ghosts vom Hören jedenfalls und vom Sehen her auf jeden Fall ganz gut. Also von der Grafik her, zu dieser Map übrigens nochmal, hier kann man auch sehen, man kann die Gegner durch die ganzen schönen Rundungen sehr gut ausspielen. Deswegen gefällt mir diese Map auch so gut, ne. Es funktioniert nicht immer so gut wie hier, aber man konnte hier diese Gegner durch diese Rundungen relativ gut ausspielen und das macht mir einfach super viel Spaß. Also zu Ghost nochmal, es soll auf jeden Fall die ganzen Maps sollen dynamischer werden, es soll eine komplett zerstörbare Umgebung geben oder zumindestens. Ja, also man kann sich auf jeden Fall mehrere Schusspositionen neu erschließen, man kann sich neue Laufwege erschießen durch Sprengungen und ich finde das total genial. Also dann kannst du praktisch, da soll es auch so einen Bus geben auf einer Map, ne, da kann man sich drin vercampen und den kann man runtersprengen und dann sterben natürlich alle Dullis, die sich da reingesetzt haben, natürlich auch. Und Ghost soll auf jeden Fall heftig werden und da freue ich mich auf jeden Fall super drauf, das auf jeden Fall zu spielen. Es soll 30 neue Waffen geben und einen neuen Bot-Modus, also die Bots sollen intelligenter werden, die sollen jetzt auch anfangen zu campen. Ob das, also ich finde das ein bisschen fragwürdig, dass die campen, aber auf jeden Fall, es hört sich das schon mal sehr, sehr gut an, also es soll ein paar super Verbesserungen geben. Man soll jetzt auch Clan-Kämpfe machen können, also dass man mit seinem Clan gegen andere Clans antreten kann. Es soll ein paar neue Modi geben, wie zum Beispiel den Cranked-Modus, also Crank, ne? Super geiler Modus, so wie sich das anhört. Müsst ja einfach mal googeln, Crank ist so schöner Modi. Dazu kommt auch noch Search and Rescue. Da kann man seine eigenen Freunde helfen. Ne? Man tötet andere Gegner und wenn die sterben, dann kann man die durch Dog Tags zum Beispiel, ich glaube so heißen die, kann man die dann wiederbeleben. So wie in Battlefield, aber
nicht genauso, denke ich mal. Also ich weiß noch nicht so viel darüber, über den Modus, aber ich habe mich schon ein bisschen informiert. Es soll auch Botkämpfe geben, also das ganze Prestige-System soll überarbeitet sein, dass man jetzt mit Prestige kämpft, also dass man jetzt praktisch fünf Charaktere hat. Oder 10, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein paar Charaktere sollte man haben. Und die kann man sich selber gestalten vom Aussehen und von der Bewaffnung und von ihrer Spielweise. Die kann man sich einstellen. Und wenn man das gemacht hat, dann ist das so richtig geil. Dann kannst du nämlich diese 5 Bots, wenn du die alle freigeschaltet hast, gegen diese Charaktere, gegen andere Spieler antreten lassen. Dann kannst du denen zum Beispiel eine Spielweise an den Tag legen. Zum Beispiel campt euch dahin mit Shotguns und Schutzweste oder setzt euch sonst wohin. Und dann könnt ihr die offline gegen andere antreten lassen. Wenn ihr gar nicht spielt, dann könnt ihr trotzdem spielen und XP sammeln, glaube ich. So ungefähr sollte das aussehen. Bitte lasst mich nicht lügen. Wenn man keinen XP sammeln kann, weiß ich es nicht. Aber wäre es ja relativ sinnlos, wenn man es nicht könnte. Jedenfalls, so sieht es ungefähr aus. Dazu soll es dann noch ein neues System geben, wie man dann zum Beispiel, sage ich das jetzt, da soll es neue, boah, jetzt bin ich so missgeburtig gestorben. Ey, ich sag's euch, diese scheiß Stun-Granaten, ich hasse es einfach. Oder das wäre eine Blendgranate, ne? Nee, eine Stun-Granate. Oh, ich hasse es. Ne? Dazu sollte es dann noch, das ist Aiming, herrlich, göttlich. Ja, normalerweise bewegen sich die Gegner einfach mehr. Nein, auf jeden Fall soll es komplett neue, wie nenne ich es jetzt, Perks geben. Genau, so nennt sich das Zeug. Mir ist da gerade der Name entfallen. Es soll komplett neue Perks geben, also viel, viel mehr und viel, viel aufwendiger gestaltet, sodass es hundertprozentig unwahrscheinlich wird, dass irgendeiner im Team die gleichen Perks hat. Also da soll es, glaube ich, 30 Perks geben, die man ausstatten kann mit seinem Charakter, und hört sich auf jeden Fall richtig heftig an. 27-6 steht es gerade, kann man bisher so lassen, und ja, da freue ich mich auf jeden Fall richtig heftig drauf. Es soll auch mehr auf Bodenkämpfe bezogen werden, also die ganzen Dingsens. Die ganzen Streaks sollen mehr auf Bodenkämpfe belassen sein. Da soll es dann auch so einen eigenen Hund geben, den du dir mitführen kannst, wenn du gut spielst. Also so richtig geilen Köter, der alle zerberstet. Ne? Und richtig heftig. Hier siehst du, da kannst du den Gegner super gut ausspielen. Da wirft einer C4, aber keine Chance gehabt. Mich hast du nicht gekriegt. Und da kommt der Gegner von hinten und ich zerbalbe ihn. Das ist so heftig. Ja, und noch als kleinen Lückenfüller, da mir zu Ghosts gerade nicht mehr sehr viel einfällt. So viel ist ja auch nicht bekannt, aber ich hole es mir auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht wann, ob ich es mir gleich beim Release hole. Könnte ein bisschen teuer werden. Ich habe keinen Bock, jetzt 40 Euro sofort auszugeben fürs Vorbestellen. Aber ich denke mal, früher oder später werde ich es mir holen. Spätestens Januar, Februar. Und dann werde ich auf jeden Fall heftig viele Gameplays dazu hochladen. Ich freue mich wie ein Keks drauf. Oder ich leihe mir das von einem Kumpel, der sich Ghosts geholt hat. Ich weiß nicht, ob es jemand in meinem Freundeskreis sich das holen will. Aber mal sehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt in letzter Zeit ja auch nochmal mit meinem Handy ein bisschen Temple Run gezockt, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, zu Temple Run kann ich ja nur sagen, kennt ihr Temple Run Oz? Temple Run Oz ist so nice, also holt euch mal Temple Run Oz, das ist ganz anders, die ganzen Laufwege sind viel dynamischer, also Tore, die umfallen, es gibt mehrere Locations, wo du langrennen kannst. So, hier ist scheiße, dass meine Munition ausgegangen ist. Du hast da dynamische Maps, kostet 1,50, aber du hast da dynamische Maps, wo Steine umfallen, wo Tore runterfallen, und du musst dich dann immer entsprechend anpassen. Es gibt fliegende Affen, also richtig heftig eigentlich. Könnt ihr euch mal angucken, sieht auf jeden Fall grafisch viel ansprechender aus. Es gibt mehrere Umgebungen, jetzt nicht nur diese normalen Tempel, sondern du hast da auch, es geht da praktisch um den Zauberer von Ost, den du in irgendeiner Weise angeblich besiegen musst, die Juwelenstadt, die du da hast. Und sicher richtig geil. Und bei den normalen Temple Run 1 und 2 Teilen, da gibt's ja echt immer irgendwelche kranken Leute, die es zu 150 Millionen schaffen. Und ich glaube es nicht. Denkt daran, es gibt immer einen Chinesen, der besser ist als du, wenn ihr irgendwo mal seid. Und es wird immer einen Chinesen geben, der besser ist als du. Irgendwo. Egal, was du machst. Ja, und ihr wisst ja, ne, dazu fällt mir noch ein guter Witz ein zum Ende des Spiels, ne. Warum hat der Chinese immer Angst, auf die Straßen zu gehen am jeden zweiten Dienstag? Naja,
der gelbe Sack wird da immer abgeholt, ne? Ja, und mit diesem Ausgangsspruch sollte irgendwann mal die Tabelle kommen, wie viel es jetzt steht. Wenn es da nicht steht, dann hasse ich euch alle. Ich guck mal nach, ob ich da noch einen Screenshot reinzaubern kann, ne? Also, ich wünsche euch was. Tschüss, ne? Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ne Daumen-Penis runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Und, ja, abonnieren finde ich vergessen, falls ihr auf dem Laufenden sein wollt, ne? Also, Tutorial kommt nächste Woche vielleicht nochmal. Diese Woche hat es nicht geklappt. Also, tschüss, Leute. Tschüss.